Hallo und herzlich willkommen hier zu der Couple of Cups. Ja, wir sind mitten in der Ernte und wir fahren mal gleich weiter. Und wir wollen mal sehen, dass wir das schaffen. So, zwei Felder haben wir. Anführungszeichen Mühe. Aber die haben wir halt. Ne? Schauen wir uns ernten. Einmal habe ich abgepunktet. Einmal können wir noch hochfahren. Beziehungsweise wir werden einfach hier stehen bleiben und mit dem Traktor hinfahren. Ne? Das ist sinnvoller. Können wir auch bis zu 10.000 vollfahren. Und wahrscheinlich dann gleich Richtung hochfahren können. Den Mähdrescher habe ich mir ausgeliehen vom Händler. Ist gar nicht mal so teuer, aber wie gesagt, das ist aber muss ja gemacht werden, ne? Dritte Waren müsste bei 7.000 rauskommen, fast 7.8. Dann haben wir gleichmäßig geerntet bis jetzt. Beziehungsweise haben wir gleichmäßigen Ertrag. Das grobe Richtlinie von der vorigen Folge. Ja, wird blöd. Habe ich genau die verkehrte Bahn nachher, ne? Ja, mal schauen. Tempomat ist jetzt ungünstig, der ist also ziemlich schnell so im zweiten Gang. Hier Vergaspedal. Ja, ich will ungefähr die 10 km/h einfalten. Weil das ist die realistische Geschwindigkeit zum Ernten. Mit knapp über 20, 25 km/h ist ein bisschen unrealistisch. Ich hoffe mal, dass es nicht zu langweilig ist. Dauer. Eintönige Arbeit. Was die Zeit ist. Ja. Andere Arbeit. 8.000. Wir haben jetzt mehr geerntet, würde ich mal behaupten. Vor dem ersten Mal habe ich überhaupt ja, wir haben das so spät gemacht. Das erste Mal habe ich ja ohne GPS gefahren, sag ich daran. Ja, wenn wir doch rausfahren müssen mit dem Drescher, dann können wir auch so einen Traktor fahren, ne? Neun. Wir wollen es mal nicht betreiben. Dann fahrt man gleich mal so einen Traktor. LKW habe ich ja nicht, Mensch. Das ist ja ein bisschen anders hier, ne? Hier ist nur ein Traktor in Anführungszeichen. LKW wäre sicherlich auch nicht bezahlbar. Ein bisschen größere Felder haben, da muss ich ehrlich sagen, oder mehr Felder. Na gut, jetzt haben wir über 20 Minuten gearbeitet. Mal kurz mal GPS aufnehmen, Lenkung wenigstens. Sonst 5. Das ist das Befehl, was alles im Erholen, ne? Wenn wir einen Fahrer hätten, theoretisch. Wir haben keinen Fahrer. Es rentiert sich aktuell noch nicht, also für ein Feld oder für zwei Felder da noch einen einzustellen. Ich glaube, da werden wir, glaube ich, nicht finanziell lange überleben. Weil das ist ja auch ein bisschen kostspielig, ne? Und die müssen ja verdienen. Bremse. Passt von der Höhe, ja, von Höhe auf jeden Fall. So. Hallo Schlick, der gefällt mir ein. Ist gut. So.
Kurz gucken. Ja. Und jetzt, das, was schwierig ist, hier immer das mit der Maus zu suchen, wo wir gerade sind. Ne? Einmal schlägt gleich drauf. Jetzt lädt er voll. Bin ja gespannt, was er alles reingeht hier. Ganz kurz aussteigen. Das geht auch nicht. Beziehungsweise mach ich weiter. Ich wollte mal gucken, wie voll der jetzt ist. Der ist jetzt 18.000, gehen rein. Die Räder aus, das ist so nass. So, dann mal wieder aktivieren. Ja, da ist die Maus. Ja, 18.000, beim ersten Mal waren es 7.000. Dann ist ja eigentlich fast voll, ne? Da werden wir gleich mal losdüsen können, glaube ich. 10.000, 7.000, ja. Ja, da fahren wir gleich los. Bringt ja nichts. Rein zum, zum Lager. Können wir ein bisschen später verkaufen. Und jetzt muss ich den schnellsten Weg nehmen vom Hof. So. Der Hänger ist so fast voll. So. Zurück. Dann. Hast du das Hörer an? Ach hier. Gut. Ich muss ja ganz kurz die Ernte zum Hof fahren. Das heißt, kurz drehen. Nutzt hier all nichts. Er ist auch fast voll, ne? 3%, der sind auch nicht losdüsen. So. Auf zum Hof. Mal sehen, was er sagt. Der Hofmeister, einer ist existiert, glaube ich zwar nicht. Aber ich denke mal, wird da live vor Ort getrocknet. Hoffe ich jedenfalls, dass so ist. Gibt ja eine spezielle Vorrichtung dafür. In Anführungszeichen, die das entsprechend machen können. Normalerweise nimmt der Bauer zur Probe vorher und sagt sie, okay, misst die Feuchtigkeit. Und sagt entsprechend, wie wird wenn dreschen oder wir werden noch warten. Immer früh um 10 Uhr wird man eher der Spruch, wir werden warten. Je nachdem, wie die Witterung vor war. Ich habe ja die Zeit geschlafen, weiß ja nicht genau. Aber es kann durchaus sein, dass da die Zeit noch recht feucht ist. Gerade im Norden ist oft so Frühtau. Mal gucken, was unser KI-Verkehr macht. Noch keiner. So, ab zum Hof. Wir haben ein bisschen Lagerplatz in der Scheune. Das können wir gleich mal testen, ne? Das funktioniert. Heute sicherlich anders, weil wir unsere Getreidesilos haben etc. Und das denkt man besser organisiert sein als jetzt hier. Aber bauen können wir nicht anbauen, ne? Also einen neuen Hof können wir, kriegen wir nicht hin. So. Hier ist unser Aufladeplatz. So. Bremse.
Entladen, Getreidelager 1. So. Entladen. Merken. So. Gut, Fahrzeug. Ja, gut. Achso, Start. Das klappt. Ah, das klappt so, okay. Ich dachte, wir können irgendwie abkippen, ne? Also manuell irgendwie, dass wir da, weiß ich, hier I drücken oder so, ne? Das Teil wird eingelagert im Lager. Ob das nun feucht oder trocken ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht kommt da eine Meldung, ne? So, und dann fahren wir jetzt wieder zurück, ne? Dann noch ein Bonus, bestimmt sehr warm. Die Mäuse aktiv, ne? Ja, gut. Wenn es offen gelagert wird, ist ungünstig, ne? So eine Glocken Silo ist wirklich da sinnvoll. Okay, wir vorwärts weiter. Ja, glaube ich nicht. Ja. Das Lager arbeitet irgendwie. Kann sein, na? Verlaufen? Hier ist die Mieze irgendwo. Wo das Tier ist. Wird nicht gestreichelt. Oder kein Futter gekriegt, keine Ahnung. Ist eigentlich ungünstig, da wir ja den Drescher auf Miet hätten. Na ganz gut, na, ein Tag, ein paar Stunden. Müssen wir auch warten, ne, bis er zurückgefahren ist. Ne? Ruder vom Gegenverkehr. Ohne Reifen. Minuten, Wahnsinn. Geht bergauf. Ich will nicht wissen, wenn er voll ist. Ah, wir sind beide aufstrecken. Wir tun die beiden letzte Zeit weh. Im ganzen Welt. Mittwoch oder Montag muss zum Arzt gehen. Mal durchchecken lassen. Ja, unser Getreide für zur Hälfte, glaube ich, ne? 18.000 Liter fast. Ja, immerhin, ne? So. Wir bleiben mal hier vorne wieder stehen, wir werden hier extra vom Acker fahren. Haben wir eh genug Verdichtung, ne? Bei dem kleinen Feld kann man hier stehen bleiben. So. Das reicht so. Handbremse. Und kurz mal reingehen in C. Und verstrengt. Ausmachen. Hier können wir auch Handbremse anmachen, ne? Ja. Geht auch. Oder hier. Tür aufmachen. Oder das Fenster. Da ist Tür. Da steigen wir aus. So können wir es auch tun. Symbolisch halt, ne? Und hier machen wir zu. Ja. Habe ich früher noch nie so gemacht. Legt da keinen großen Wert drauf. So. Dann starten wir wieder. Jawohl. Da. Da läuft er wieder, der Gute. Kann man stehen lassen. Oder es war noch nicht trocken oder nicht reif. Kann auch sein. Also probier's mal. Ne? Nee, 2,7. Ich glaub's nicht. Hätte ich beide stehen lassen. So, da ist ja unser Ende, ne? Oder ich bin durch.
Und ich schaue, das soll es auch schon sein, da fahren wir 15 Minuten. Denn Zeit macht sich. Und das auch. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier. Der Kettung kommt. Mit dem nächsten Stück Köln. Und dann nur noch zwei Buffel R. So. Aber das beste Spiel rausging, ne? Mit dem 4. Und bitte dann schon das fleißige Reinschalten. Und das fleißige Liken. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.